Guten Morgen. In der nächsten Unterkunft, die ist ein bisschen spezieller. Fotos folgen. Aber viel geiler ist, gehst aus dem Schlafzimmer raus. Genau. Da ist das Meer. Da ist das Meer. Und hier ist unsere Unterkunft. Die aussieht wie ein UFO. Hier ist überall feiner Sand. Da sind wir gestern Abend schon gewesen. Dahinter den Häusern ist ja, das Meer. Florida. Und diese Häuser stehen so hoch wegen Hochwassergefahr. Jetzt ist kaputt, Mann! Willkommen im UFO. UFO-Wall. Das hier so ist. Und da irgendwelche komischen Typen rumrennen. Inzwischen. Good morning. Ja, unser wunderschönes UFO von innen mal. Das wohl nervigste etwas. Beiläuft hier. Oh Gott. Wir fahren heute nach Destin. Kleine Stadt. Nebenan. Gehen wir was essen. Von gestern am Meer. Das hat gefilmt. Einen wunderschönen guten Tag. Morgen. Fit? Ja, selber? Ja. Ja? 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 Lass mir mal genauso. Da ist noch einer. Buongiorno. Was geht ab? Ja, wie geht's? Ja? Wer ist geschlafen? Bestens. Ja, also dein Gesicht sagt, du bist komplett erholt, weil du komplett definiert aussiehst. Perfekt. Komm, lass uns essen gehen. Wir fahren mal eben frühstücken. Ja. 46 Minuten. Ja. Wenn wir nach Atlanta fahren, dann fahren wir mal nachts nach Atlanta. Da kann man auch eine gute, geile Villa machen. Downtown. Ja. Cone Street, Wall Street. <What's> Viel Glück. Also, ich habe gehört, du hast gute Erfahrungen in Downtown. Er ist mega gut da. Hey. Hey, what up? Hello. You hear me? What's the name of the restaurant? It's called the back porch. Oh, I'm a speaker. Sorry. It's the back porch. Okay. Got it? Okay, sounds good. Let's go there and have a cup of tea. And I'll drink some water. Okay, see you in a minute. All right. Bye. Communication is best. Oh Gott. Und das war noch harmlos, ne? Mach mal hinten die Kiste auf. Was? Hinten das Schalilele. Danke. Schabalabene? Schabalabalabalabene. Ja, Kommunikation sind sehr gut bei uns. Ich mag das. Water of water. Da brauchst du ja wirklich alles, ne? KFC, McDonalds, Burger King, alles was man kennt und dazu dann alles was amerikanisch, was so nicht bei uns gibt. Ja. Also Taco Bell gibt's aber auch. Also, gibt's bei uns? Gibt's, weiß ich gar weiß nicht. Weiß ich nicht, nee, glaube nicht. Wäre aber geil, wenn es Taco Bell geben würde, weil ich habe in Deutschland, finde ich, fehlen Mexikaner. Ich brauche niemanden, der Rasen mäht und Tacos macht. Fuck off, fuck yourself. Oh shit. Road Rage. Aber sie Bock auf Schnitzel? Pommes Schnitzel. Und ich verstehe auch nicht, warum Dunkin' Donuts nicht so groß ist. Also ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre so eine Kette für jedermann. Du denkst jetzt gleich. Oh cool, McDonald's. Nein, das sind Mike und Ike. Ja, komm mal raus. Ja? Hier war sehr interessant. Ja? Was noch viel interessanter war, waren die Zungen-Tattoos. Ja. Fruit Roll-Ups with Tongue Pads. Das gibt sowas. Ja. Junge, wir hatten einfach Tattoos auf der Zunge. Du legst du so drauf, so für 5 Sekunden, und dann hast du auf der Zunge so einen Abdruck drauf. Wie so, ja, wie wenn du es auf der Haut drauf machen würdest. Dann bist du total vorsichtig und denkst, das geht ab von wegen, das bleibt einfach 2 Tage. A car accident, call 1-800, I'll fuck him up. Da guck schon wieder.
call 850 insured. By Michael and Booth. Shit, da war ein Taco-Stand. Oh, echt? Oh, echt? Ja. Ich in Hawaii habe ich tatsächlich die geilsten Tacos gegessen. Das sind so Street-Tacos und die sind einfach überall. Und da kannst du so kleine Taco-Trucks. Gehst du hin und holst du Tacos. Vor allem, du bist so Wasser da. Wasser dahinter. Kleine Zunge hier. Was machst du da Schönes? Also auf so fahren wir normal. Wenn wir jetzt richtig schnell irgendwo hinfahren, kennt ihr bei Bugatti dieser Flügel, der sich aufstellt, kommt. Wenn ich jetzt auf die Bremse drücke, Achtung, warte, hopp, zack, seht ihr? Dann fahren die Speedbreaker raus. Das ist quasi zum Abbremsen des Fahrzeuges. Ja. Also was gibt es ja nur in den USA, oder? Ja, und dann der Eco-Modus ist natürlich der da, wenn du dann die Spiegel einfährst. Ja. Das Eco-Modus. So. Das ist hier Tow-Modus und das ist Eco-Modus. Ne? Eco-Modus und Super-Eco-Modus. Nice! Guck mal, geil! Guck mal, siehst du? Geil! Das sind die Bars, wo du saufen kannst. Das ist alles ziemlich shallow, da kannst du laufen. Oh. Hey, das ist echt cool hier. Krass. Guck mal, da können wir Jetskis mieten. Yes. Stunde? Ja. Aber noch ein bisschen ballern? Das klingt gut. Happy Hour, 3 to 5 every day. Happy Hour? Ja. Geil, wir sind da. Guck dir das mal an, Alter. Das ist ein Traum. Just walk up to it. Yeah. Ist das ein geiles Restaurant? Ja. Yeah. Ja, kann man machen, oder? Oh ja. Was wollt ihr haben? Oh, ich finde, die Sache, ihr gebt so viel. Ich bin vor einmal saufen. Ja, ah ja, genau, sehr gut. Der Ausblick ist Wahnsinn. Okay, das sieht nicht so gut aus. Aber das sieht great. Ist das der Grouper? Grouper Dustin. Thank you. Eine Ewigkeit später. Das wird ein Wasserpark, ey. Wir überlegen uns jetzt ein Boot zu mieten oder ein Jetski, je nachdem was wir finden. Und ich war so schlau, die GoPro zu vergessen. Keine Bilder, keine Videos. Ich. Was machen wir? Wir fahren ein Boot. Boot. Bode. Pontoons, Mietbode, steht ganz fett groß drauf, mieten. Das hasse ich, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du in Urlaub gehst und du mietest hier irgendwas, wo ganz fett Mieten draufsteht. So. Ja, deswegen fährt er ein F250 mit getönten Seitenscheiben und dicken, fetten German Rednecks Aufklebern drauf. Dass du nicht aussiehst wie ein Tourist. Übrigens gibt es solche Autos bei Turo zu mieten, das ist ziemlich cool. Ja? Empfehlenswert, wenn man nach Amerika geht, Insiderwissen. Das wird man ohne ihn tun. Wie Turi rumrennen. Wie Turi. Mit einer Kamera in der Hand. Cowboy-Boots mit Jeans quasi in den Cowboy-Boots und Cowboy-Hut ganz wichtig. Ohne Cowboy-Hut geht gar nichts. Richtig Slim Jeans? Ja, Skinny Jeans und dann immer sagen, yes sir, yes ma'am, I understand you really well. Mein Englisch ist perfekt. Das ist dann Turi Lifestyle. Schöne Gegend. Also, aber auch so Insider, weißt du? Das sind so Sachen, wo einfach nicht jeder truly weiß, dass es sowas gibt. Das ist nicht die bekannteste Fleckchen Erde der Welt. Ne? Nee, gar nicht, aber es ist wirklich cool. Ja, also auch so die Möglichkeiten, so gerade Essen gewesen. Pier ist gerade noch hergelaufen, du kannst Jetski mieten, kannst Boote mieten. Kannst hier auch ein bisschen Slingshot herziehen lassen. Ich glaube Bungee, Freefall, du kannst Helikopter fliegen, habe ich gerade gesehen. Oh, ja, hier, warte, da. Übrigens, das ist sehr, sehr geil, das Bild. Das ist garantiert kein Photoshop oder so gewesen. Das ist wirklich das wahre Leben gewesen. Ich war mal in Vegas, da wollten wir auch Hubschrauber fliegen. Da haben wir einen Taxifahrer gefragt, so, ey, ist das aus Hubschrauber fliegen? Dann sagt er so, lass es. Und 5 Minuten später haben wir eine Stretch-Limousine auf dem Dach gesehen. Denkst du, hä? Wie zum Teufel? Ja. Also Hubschrauber ist eine Sache für sich. Die kommen öfters runter, als man denkt. Also ich will dafür, dass du fliegst. Ja? Ich steck den rein, ich schmeiß den raus. Alte Stinke. Einmal hat sich ein Bötchen gemietet, Bötchen vor allen Dingen. So ein, was hast du, 10 PS oder was hast du gesagt? Wahrscheinlich, ja, ne? Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall kann nichts passieren.
und wir können vom Dach zu den Haien fischen. Das ist nichts passiert, lass mal. Kriegen wir schon noch hin. Kann nichts passieren. Aber wir sind jetzt in Crab Island und wir fahren jetzt aufs Meer. Kann nichts passieren, da ist überall Wasser. Da ist eine Bar, habe ich gehört, oder? Da sind mehrere Bars. Ja, 4 Stück, glaube ich. Und dann fährst du mit dem Boot dahin. Und genau. Geil. Ist Profi heute drin, ne? Ich habe heute schon 2 Wasser getrunken. Wasser. Wasser ist gut. Das ist irgendwie so ein bisschen nach Kokosnuss geschmeckt und so ein bisschen. Voll! Irgendwie so Karibik-Flair oder so. Er hat jetzt, Malibu Sprite für sich entdeckt. Heute Morgen. Ja. Was war das? Eine halbe Flasche, dreiviertel Flasche? Aber. Wie viele Teile haben wir davon? Von denen noch gar keine. Wie viel willst du machen? Keine Ahnung, 500 Stück oder so. Das hast du auch nur in den USA, ne? Da läuft gerade ein Typ mit so einem Cup, da noch was drin, das richtig schön rascheln hören. Dann war der links, rechts, haben ein bisschen angetrunken und dann schreit der Captain: Marshall, come over here. Ja, so, komm hier. Ja, war doch gerade, wir sitzen da vorne einfach nur und dann kommt so ein Ehepaar vorbei, so: Hello, what's up, how are you doing today? Wir saßen einfach nur, der Mix irgendwie, nichts, gar nichts, es war einfach nur random raus. Das ist wirklich, wirklich geil. Können wir das? Verrückt. Oh. Are we ready? I don't know. Yeah. You ready? Boat. Ready. Yeah, ready, ready. Let it go. Give us the one with the turbo. Das Gute ist, wir können heute auch Hai fischen, weil hast du noch alles dabei? Weil wir haben alles dabei und wenn wir einen ganz großen Hai fangen wollen, keine Ahnung, dann tun wir einfach unseren Little Wino reinschmeißen. Big fish there. Oh yeah. See him? See him? Hey Hudson, look at the fish. It's a tuna. You can't right fish there. You can't. This is so crazy. You can find. You can see. You don't need a cast. See, got it so fun. Small. Gewesen. Ja, Kamera doch dabei gehabt, weil wir haben keinen Jetskis gehabt, haben uns ein Boot gemietet und wir sind ein bisschen rausgefahren, ein bisschen schwimmen gewesen, ein bisschen chillen und laufen gerade am Spier hier rum. Vor allem, es ist tagsüber echt ruhig gewesen, klar, weil wir auf dem Wasser sind. Also abends so die Partymeile hier, schon cool. Außer mit dem Slingshot und so da oben. Und hier. Kann man machen.